Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Unser Boot ist kaputt, obwohl es nicht kaputt ist. Hashtag Bug mal wieder. Und wieder so ein kack-random Vieh, einfach ein einziges Vieh, was hier hinten rumschwirrt. Manometer, ey. Ertrunkene. Ertrunkene. Ja. Ich mag euch. Ja, macht das gerne, ist mir egal. Ihr seid nicht so kotzenerbig wie die scheiß Sirenen, ey. Oh Mann, ey. Ah, die sind so angenehm. Genau wie diese Musik. Ich guck mal gerade auf meine Folgen. Wir sind bei... Oh. Oh. So viele haben wir schon. 3, 4, 6, 8, 10, 12. Aha. Das wäre die 14. Folge. Jetzt mit den Fragezeichen. Ich dachte, wir schaffen es in den 14. Aber es werden doch dann mindestens 15 noch. Die schaffen wir noch in der Folge. Ja, dann machen wir noch die Quest halt, vielleicht diese Folge. Und dann nächste Folge halt. Ja, vielleicht sogar 16 Folgen. Schade, ich dachte, wir schaffen es in 14. Aber wir hatten ja auch ein paar Probleme unterwegs. Ein paar. Naja. Egal. Hauptsache ist, dass wir es geschafft haben. Das ist was zählt. Und langsam habe ich auch echt so... Einfach so... Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Diese ganzen Fragezeichen. Ja. So, hoffentlich treffen wir mehr Ertrunkene. Das wäre natürlich schön. Ich sehe zumindest keine Sirenen. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ertrunkene. So lieben wir dich. Mr. Ertrunkene. So. Oh, ein Schwert, was Caroline heißt. Hier waren nur zwei. Da hinten schwirrt noch ein Einsamer rum, aber der, ja, kann mir auch gestohlen bleiben. Obwohl, für den würde ich tatsächlich noch zu dem schwimmen. Weil die einfach nice sind. Seit Skellige hier mit dieser Wassertour sind einfach Sirenen die Hassmonster. Und der Trunkene einfach geil. So. Ah, schön. Im Sonnenschein. Im Sonnen- sowie im Mondschein.
ist der Geralt unterwegs. Ich wollte gerade einen coolen reinbringen, aber mir fiel gerade nichts ein. Auf Sonne und Mondschein fiel mir nichts ein. Hey, habe ich doch meinen Reim. Oh, wieder Ertrunkene. Ich liebe euch. Ja. Tschüss. Ah, nice. Wenn wir weiter die Rüstungen sammeln, sind wir gleich wieder überlastet. Aber egal. Guck mal gerade. Oh, 151 geht noch, Alter. Caroline, hey. Sogar eine Stahlwaffe. Ist auch einiges wert. So, hier können wir uns ein neues Boot holen, theoretisch. Aber brauchen wir nicht, weil wir eh nach hier hingehen und die Quest da machen, ja. Nice, die drei Fragezeichen holen wir uns. Ich überlege gerade noch was. Okay, ich habe einen Plan für gleich. Wird vielleicht nicht der schlauste Plan sein, aber in meiner Berechnung könnte das schlau sein. Wollen wir mal gucken. Zeitlich sind wir sehr gut dabei. Die drei Fragezeichen schaffen wir in 5-6 Minuten. Wenn wir mit Ertrunkenen zu tun haben, auf jeden Fall. Weil die sind ja auch. Da ist eins und auf der Insel ist eins. Müsste also zu schaffen sein. Bald ist es soweit, dann haben wir alle Fragezeichen. Wie nenne ich die Folgen denn alle bitte? Die große Segeltour. Die große Fragezeichen-Segeltour. Skelliges Fragezeichen-Segeltour. Alle Fragezeichen in Skellige. Teil 1 von 16. Allein dieser Name. Teil 1 von 16. Warte mal. Wir wären fast auf ein Ding gefallen. Cool, die Ertrunkenen, die greifen einfach nicht an. Die greifen nur an, wenn wir im Wasser sind. Wunderschön. Da ist noch einer, der rumschwirrt. Hallo? Und wir haben noch die Nebenquest-Reihe mit der Herr von Undvik. Das haben wir ja auch noch. Ich glaube, das machen wir als nächstes. Mit Ceres. Also ich will sowieso das Ceres. Also wenn man wählen kann, möchte ich das Ceres. Also ich denke halt so, dass wir am Ende zwischen diesen 5-6 Leuten wählen dürfen. Ein Typ war ja nicht da. Der war ja auf dieser Suche nach diesem Eisriesen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Irgendwas mit H. Romir oder sowas. Irgendwie so, sowas in die Richtung hieß der Typ.
Und ich denke mal, dass wir dann halt am Ende wählen können zwischen diesen fünf Leuten. Ich will einfach, dass diese Frau einfach Chefin wird. Aber sie muss sich erst beweisen. Aber ich will trotzdem, dass sie es schafft. Und hier sind wieder Scheißviecher. Aber sie haben mein Boot mal in Ruhe gelassen. Wow. Endlich. Könnt ihr euch nicht einfach umoperieren lassen zu einem Ertrunkenen? Oder ertränkt euch einfach. Haltet euch die Kiemen zu. Weil sonst könntet ihr ja nicht im Wasser schwimmen die ganze Zeit. Ja. Das könntet ihr machen. Dann werdet ihr wenigstens zu etwas Nütze, ihr Viecher. Die sind ja auch bescheiden gekleidet, sehe ich gerade. Also, ja. Tschüss. So, mein Plan ist gleich, wenn wir das Fragezeichen haben. Eine Sache muss sich nur erfüllen, damit ich diesen Plan umsetzen kann. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob es da ist oder ob es nicht da ist. Snithal. Hallo Snithal. Gibt's hier einen Ort der Macht vielleicht? Das wäre nice. So, richtig parken brauchen wir nicht, denn es ist das letzte Fragezeichen. Nur einen richtigen Weg hätte ich gerne. Den es nicht richtig gibt irgendwie. Geralt. Einfach da hoch. Danke. Ah, hier gibt es einen richtigen Weg. Gut, wir sind einen anderen Weg gekommen, aber ist egal. Das muss auch der Macht sein. Komm. Das ist... Oh. Abgeschlossen. Oh mein Gott. Es ist ein Greif. Haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hybridenöl bitte. Damit können wir ihn selbst besiegen, wenn er ein höheres Level ist. Ich dachte, das wäre Level 30 gewesen. Erzgreif? Ich habe erst am Ende gesehen, Level Fragezeichen. Der hat mich gewonnen mit der neuen Rüstung. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ah. Ja? Oh nein, bitte nicht. Willst du mich eigentlich irgendwie verarschen oder so? Spiel? Warum muss ich denn die drei Fragezeichen neu machen? Normalerweise speichert das Spiel bei jedem Kack-Fragezeichen und es hätte da speichern müssen. Hat es aber nicht. Weil es Kacke ist. Ah, jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen, ey. Na, wenigstens habe ich gute Begleitung von den Ertrunkenen hier. Nee, also sowas geht nicht. Sorry. Ich weiß, ich könnte auch selber speichern. Aber ich weiß eigentlich, dass das Spiel bei jedem Fragezeichen speichert.
Zumindest war es vorher so, bei Novigrad. Da mussten wir auch nie irgendwie 3000 Sachen neu machen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Unser Boot ist nicht mehr kaputt, okay. Warum auch immer. Boot ist wieder heile. Ah ja, ich weiß nicht. Was das hier soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir diesen Greifen nicht besiegen können. Oh Mann, ey. Ich würde es gerne einmal noch probieren mit Quen. Mit einem Quen-Boost könnten wir es vielleicht schaffen. Das wäre nur eine Möglichkeit. Ich muss mal gerade tauchen. So. Meine Nase juckt. Ha. Oh. Deswegen habe ich mich kurz gerade nicht bewegt gehabt. Aber das habe ich nur, wenn ich aufnehme. Ich habe das sonst nie. Also wirklich nicht. Ich hab nie Nasenjucken. Das habe ich nur, wenn ich... Ich weiß es nicht. Immer komisch. Vielleicht der Preis, den man bezahlt, wenn man YouTuber werden möchte. Preis ist Nasenjucken. Wäre irgendwie witzig. So, jetzt müssen wir noch mal einen ewig langen Weg. Mann, ey. So. Gut, nochmal zu dem Fragezeichen. Oh, wir hatten sogar den Rüstungs... Wir hatten sogar den Rüstungs- und Schwertbonus noch und haben ihn trotzdem nicht verletzen können. Also... Ich glaube, der One-Hitted mich sogar bei Quen. Wenn ich das Schild aktiv habe. Dann One-Hitted der mich auch. Ich will's... Ich speichere nochmal auf der Insel und probiere es dann nochmal. Ich probiere es einfach. Erzgreif. Das hört sich nach einem Boss Monster an, also nicht von der Quest meine ich jetzt. Aber es könnte auch sein, dass da ein Hafen ist. Doch, die Insel hieß ja Snit bla bla bla. Das heißt, die müsste einen Hafen haben. Und das heißt, wir könnten uns dahin teleportieren, falls wir mal eine Quest da haben. Es gibt bestimmte Quest, die Erzgreif heißt. Ich mich auf jeden Fall mal. Wir werden auf jeden Fall gleich mal die Insel kurz erkundigen. Tschüss. So, haben wir die auch down. Natürlich jetzt blöd, dass wir diese Tour zweimal machen mussten. Sonst hätten wir locker die eine Quest wahrscheinlich noch geschafft. Wohl, die eine Quest. Das könnte diese Erzgreif-Quest sein, oder? Ja, wäre möglich. Ich weiß auf jeden Fall noch eine Quest, die wir machen können. Und zwar zwei Level 29er Quests. Hexer-Aufträge haben wir nämlich noch. Den BS. Den müssen wir noch plätten. Und die gefährlichste Mann oder gefährlichste Frau Skellige oder sowas.
So. So, ihr Scheißviecher. Was? Ich habe einmal nicht one-hitted unter Wasser. Okay, krass. Na komm. Komm mal zu mir, Schatz. Danke. Ist einfach aufgetaucht für mich. Nice. Okay, haben wir irgendeine... Stimmt. Wir haben eine Fähigkeit, die wir aktivieren. Ah, die können wir nicht aktivieren, weil wir keine Punkte haben. Aber es gibt ja eine Fähigkeit, dass die Öle auch eine Resistenz... Wenn du die angewendeten Öle hast, bieten die eine Resistenz gegen das Monster. Genau. Sowas wäre vielleicht bei solchen Gegnern praktisch. Aber ich glaube, dass du, wenn da ein Fragezeichen steht und der Level 31 ist, also bis Level 30 kann ich mit Gegner besiegen. Wenn der Level 31 ist, dann wird der einfach gar nicht angezeigt. Also dann hast du einfach von Grund auf keine Chance gegen dieses Viech. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir erstmal nach da fahren. Denn ich habe eine Vermutung, dass da der Hafen ist. Was ist das? Ach, das berüchtigte fliegende Gras. Man kennt es. Hier müsste ein Hafen sein. Hier ist auch eine Quest. Arschloch! Hühneräugiger Schwanz, du bist tot! Ich wollte ihr nicht wehtun, wirklich! Hilfe! Hilf mir doch, Hilfe! Rettet mich! Okay. Puh, danke für die Hilfe. Was war denn los? Ah, der Mistkell erträgt es nicht, dass seine Schwester lieber mit mir in die Veilchenbucht gesegelt ist, als Freya zu dienen. Dann wollte er seine Schwester rächen. Ja, aber ich weiß nicht warum. Ich habe sie zu nichts gezwungen und in keiner Weise verletzt. Ein Skelliger verführt eine Priesterin? Ich dachte... Was denn? Dass wir solche Sachen nicht machen? Nicht jedermann von den Inseln glaubt diesen Unfug über die Götter. Aber das können viele nicht akzeptieren. Und es gibt Fäden. Ach so. Es ist nicht gerecht. Ich liebe Irma und sie liebt mich. Einst werden wir zusammen sein. Ich finde einen Weg. Was die Logik angeht, steckt die Religion voller Löcher. Das gilt bestimmt auch für die Prinzipien. Die Löcher werde ich finden und den Priesterinnen zeigen. Dann lassen sie mich meine Irma heiraten. Du reist viel, nicht wahr? Wenn du je etwas findest, was mir helfen könnte, bring es mir. Ich werde gut zahlen. Ich lebe in der Hütte auf der anderen Seite des Vulkans. Mal sehen, was sich tun lässt. Bis dann. Und halt dich von zornigen Brüdern fern. Freigeist. Ah, hallo. Nein! Nein! Wie heißt das Buch? Religion und Leben. Das müssen wir irgendwann nochmal neu kaufen. Religion und Leben? Tja, nicht unbedingt das, woran ich gedacht habe. Ernsthaft? Pack, ich weiß nicht, wann der Speicherpunkt war. Nee, das ist zu lang her. Nee. Okay, Religion und Leben. Die Bücher müssen wir uns irgendwie neu beschaffen. Was will er denn für ein Buch haben? Ah, hallo. Hä? Der hat einfach drüber getan. Tristiana und Isa... von
Wengerberg gesagt hatte, der hat einfach ein Buch rübergetan. Ich habe nichts gedrückt. Dieser hatte einen großen Teil des Waldes zerstört. Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Warum müssen wir nur so einem Spacken begegnet sein? Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. Ich muss ja einen ganz anderen Widerstand überwinden. Zwar dem Typen. Ah, hallo. Warum könnte ich den nicht töten hier? Dann hätte ich diesen blöden Kack jetzt nicht. Tristana und Isador, ja, die ändere dein Leben. Ja, Religion, Leben, das hätte ich gern zurück. Wenn du je etwas findest, was... Ja. Toll. Müssen wir den Bücher bringen. Die Bücher sind mir aber auch wertvoll. Weil ich die sammle. Ich sammle die. Warum ist sie nicht... Das ist nicht das, das ist nicht der Hafen, den ich meinte. Hallo, Geralt. Ja. Der Hafen müsste dann theoretisch... Und das ist ein Vulkan? Hallo. Ach, ich kam da nicht vorbei. Alter. Ich hasse Schiffe. Ich hasse dieses Steuerungssystem dieser behinderten Schiffe. Ich kann mich nicht bewegen. Wow. Ich bin mega schnell. Was ist denn das? So, dann laufen wir halt dahin. So, hier, Hafen, bitte. Es muss ein Hafen sein hier. Zeige mir, dass du ein Hafen bist. Bitte. Nein? Das heißt, ich muss irgendwann zu diesem Kack zurückkehren. Falsche Taste. Toll. Ich dachte, hier gibt es wenigstens einen Schnellreisepunkt, aber... Ich aktiviere mal ganz sicherheitshalber. Falls uns das Vieh doch irgendwie angreift. Warum ist der Typ überhaupt hier? Hier auf der einsamen Insel. Ich wollte nur gucken, ob hier es noch irgendwo was anderes gibt. Ja, versteckter Schatz. Ich probiere es noch, wie gesagt, einmal. Zu verlieren habe ich eh nichts. Gut. Er hat nicht mal Schaden bekommen.
Aber egal, wir haben ja gespeichert. Wir haben ja gespeichert. Ich wollte es nochmal probieren mit Quen, aber... ja, das hat nicht so viel gebracht. Oh Mann, das heißt, wir müssen irgendwann auf diese Kackinsel zurück, für den Typen sein blödes Buch zu bringen. Und um diesen Greifen zu plätten. Und den Schatz zu looten. Ja, gute Nacht. Komm, rutsch ein bisschen, Geralt. Yay. Dass es hier keinen Schnellreisepunkt gibt. Warum denn? Ja, was sitzt du jetzt da rum? Und ja, ich weiß, dass das Boot verbuggt ist, aber ich kann immerhin eine Schnellreise damit ausführen. Und das ist auch das Einzige, was ich gerade machen kann. Eine Schnellreise. Weil es geht einfach nicht. Damn, ey, ein Fragezeichen muss mir nicht mal machen können. Tja. Ich glaube, das ist auch die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Ja, doch, ist die letzte Folge. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, auch wenn es ein bisschen nervig war. Zum einen mit der... ja. Mit dem blöden Tod und diesem nicht gespeicherten Kram. Und ja. Ist aber nicht so schlimm. Ich werde Oski den Scheiß verkaufen schon mal. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Quest hier erledigen. Wenn das geht. Wenn es nicht diese verbuggte Quest ist. Ich weiß nicht, ob das hier war. Und sonst würden wir dann von hier aus zu diesen Fragezeichen gehen und die letzten Fragezeichen dann endlich machen. Und dann, ja, mal gucken, was wir dann für eine Quest machen. Wir haben noch ein paar. Ja, Freigeist, das bringt mal nichts. Das werde ich im Internet nachgucken, welches Buch der braucht. Und, ja. Das hier können wir zum Beispiel machen, oder... das mit Ceres wäre nice. Oder die Hexeaufträge hier, die beiden. Vermisste Sohn und... ah. Hier tötet den BS und die das Monster verfolgen, genau. Schatzsuche, können wir noch die zwei Dinger machen. Also wir haben noch ein bisschen was. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Größte Teil haben wir geschafft. Von den Fragezeichen im Wasser. Das war das absolut größte und schwierigste und nervigste. Jetzt wird nur noch ein kleiner Teil. So, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, wie gesagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.